Und wieder einmal ist es soweit, wieder einmal müssen wir uns über eine Deleted Scene unterhalten. In einigen vorherigen Videos haben wir, glaube ich, generell auch nur über Deleted Scenes aus dem Jurassic Park Franchise gesprochen. Also wir haben Jurassic World erstmal beiseite gelassen, aber auch genau hier setzen wir jetzt an. Wir sprechen in diesem Video darüber, welche Szene sie aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom, zu Deutsch das gefallene Königreich, entwendet haben und zu welchem Preis das Ganze passiert ist. Es wird sehr interessant und Achtung, Triggerwarnung, mich hat schon ein bisschen aufgeregt. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Deleted Scenes sind immer so eine Sache. Ich meine, wir hatten auch die Szene mit Roland bereits besprochen, als er sich mit RJ unterhält. Die Szene wurde aus The Lost World, Jurassic Park 2, ebenfalls rausgeschnitten. Das Video dazu habe ich dir mal hier oben verlinkt, das kannst du dir gerne mal anschauen. Aber auch hier gab es einen bestimmten Grund, ob die Szene jetzt zu gewalttätig war oder ob sie eben den Film zu sehr in die Länge gezogen hat. Ich glaube eher, dass Zweiteres der Fall gewesen wäre. Es gab irgendwie einen Grund, warum diese Szene nachvollziehbar nicht im Film gewesen ist. Die einen würden jetzt sagen, boah, sehe ich ein bisschen anders, aber ich glaube, im Grundprinzip kann man sich doch wirklich einig sein, die Szene hätten wir im Endeffekt nicht gebraucht. Die Szene, über die wir jetzt hier sprechen, ist einer anderen Szene zum Opfer gefallen. Das heißt, ja, die vorherigen Deleted Scenes, die wir besprochen haben, wurden einfach aus den Filmen rausgestrichen. Es gab quasi keinen Ersatz für diese Deleted Scenes. In diesem Fall hier ist das anders. Man hat sich dazu entschieden, eine unfassbar tolle Szene herauszuschneiden und gegen was anderes auszutauschen. Wir kommen da jetzt auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Um welche Szene geht es denn hier im Fokus der Deleted Scene, über die wir heute sprechen, ist diese Frau hier. Jetzt habe ich den Namen gar nicht parat. Ich habe ihn auf jeden Fall mal hier eingeblendet. Das ist im Endeffekt die Hausfrau des Lockwood-Anwesens und eben auch die Aufpasserin, das Kindermädchen von Macy. Die gute Frau ist nämlich im Film zu sehen, wird als sehr streng, aber irgendwie auch sehr sympathisch dargestellt. Sie hat mich irgendwie an McGonagall aus Harry Potter erinnert, keine Ahnung wieso. Und dann später, als dann wirklich die Kacke am Dampfen ist, verschwindet sie einfach. Und mich haben zwei Freunde darauf aufmerksam gemacht, die nämlich aktuell zum allerersten Mal die Jurassic World Trilogie geschaut haben. Und die haben mich wirklich gefragt, ja, sie fanden es halt ein bisschen komisch, dass die Haushälterin in Jurassic World Dominion nicht mehr aufgetaucht ist, weil die müsste sich eigentlich Sorgen um Macy machen und wo war die denn eigentlich gewesen? Und die Antwort hierauf ist, naja, die war tot, aber das könnt ihr nicht wissen, weil ihr habt es eben nicht gesehen. Die Szene, über die wir jetzt sprechen, wurde sogar ursprünglich gedreht. Wir befinden uns zum relativen Abschluss von Jurassic World 2 Fallen Kingdom in der Lockwood Manor, also im Lockwood Anwesen. Hier hat der Endoraptor bereits in die Kamera gelächelt und hat sich in guter alter Trickster-Manier aus dem Gehege oder aus dem Gefängnis herausbefreit. Er läuft jetzt quasi amok durch das gesamte Lockwood-Anwesen und frisst immer wieder einzelne Leute. Letztendlich ist er dann auch hinter Macy, Owen und Claire her. Die verstecken sich dann im Verlauf dieses Katz-und-Maus-Spiels hinter so einer Scheibe dieses Ausstellungsmuseums. Oh Gott, wenn mir die Namen wieder nicht einfallen. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe es hier auf jeden Fall eingeblendet. Die verstecken sich auf jeden Fall hinter diesen Dinosaurier-Figürchen. Macy wird kurz darauf aber vom Indoraptor entdeckt und die drei rennen dann so eine Wendeltreppe hoch und der Indoraptor springt quasi hinterher. Genau hier sollte ursprünglich die Deleted Scene einsetzen. Denn eigentlich war das Ganze so gedacht, dass der Indoraptor es eben nicht auf die Treppe hochschafft. Er sollte ursprünglich zusammen mit der Treppe wieder zu Boden fallen und das genau zu Füßen von Macys Haushälterin. Die sollte eigentlich bewaffnet vor dem Indominus Rex stehen und sollte versuchen, Macy zu beschützen. Das, was wir später mit Owen sehen, wo Owen quasi auf den Indoraptor schießt und der kurz zu Boden geht und dann aber wieder aufsteht, diesen Effekt sollte ursprünglich die Haushälterin abbekommen. Also das sollte eigentlich ursprünglich hier schon passieren. Kurz darauf wird sie logischerweise gefressen. Es gibt zu dem ganzen Vorfall bereits Set-Fotos, beziehungsweise ein Set-Foto, das habe ich euch hier gerade mal eingeblendet, das schon zeigt, dass man hier auch wirklich wieder mit einem animatronischen Kopf gearbeitet hat. Und das Ganze hätte wirklich sehr furchterregend und auch, naja, in guter alter Eddie-Carr-Manier auch wirklich traurig werden können, weil diese Frau sich dafür opfert, Macy zu retten und dabei dann eben stirbt, obwohl sie es ja sogar noch schafft. Sie schafft es ja wirklich, den Indoraptor abzulenken, so
lange, bis Maisie in Sicherheit ist und dann quasi in ihrem Kinderzimmer sich unter der Bettdecke versteckt. Danach sollte die Szenerie genauso weitergehen, wie wir es eben auch kennen. Der Indoraptor hätte sich dann vom Dach runtergeschlichen in das Zimmer rein und wir hätten diese Kralle gesehen, die eben nach Maisie greift. Was hätten wir aber nicht bekommen, wenn der Film so verlaufen wäre? Die Szene, die einfach nur ein billiger Abklatsch von der Küchenszene mit den Velociraptoren und Lex aus Jurassic Park 1 ist. Dieser Szene ist das Opfer der Nanny von Maisie zum Opfer gefallen. Und warum denn genau für diese Szene? Warum hat sich Colin Trevorrow, der das Drehbuch auch von Jurassic World 2 geschrieben hat, auch wenn er nicht auf dem Regiestuhl gesessen hat, er hat das Drehbuch von Jurassic World 2 geschrieben, warum hat er sich denn jetzt wirklich gedacht, komm, wir streichen die Szene mal raus und bringen die Szene hier rein? Im Endeffekt wegen Member Berries. Man muss sich in diesem Moment einfach denken, ah, das haben wir in Jurassic Park ja schon mal gesehen. Ist ja cool. Bringt für mich aber nichts, wenn jemand dieselbe Szene nochmal zeigt, nur eben in wesentlich schlechter und unspektakulärer. Ich finde es unfassbar schade, dass man sich hier wirklich hat inspirieren lassen von Steven Spielberg. Im Endeffekt hat man einfach die Szene 1:1 kopiert und eben in ein neues Setting reingesetzt und hat dann dafür eine eigene Kreation herausgeschnitten. Ich hätte die Szene jetzt hier nicht mehr sehen müssen, wo Maisie dann auch kurz vorher es schafft, dieses Türchen runterzumachen und dann kann sie eben entkommen und danach ist sie in ihrem Kinderzimmer. Das ist die Szene, weshalb wir den Tod der Nanny von Maisie nicht gesehen haben. Und ich finde es eben sehr schade, denn auch sie hätte einen Heldentod bekommen und der hätte sehr wahrscheinlich stark an Eddie Carr erinnert, der ja in The Lost World Jurassic Park 2 sein Leben gelassen hat, um ihren Malcolm und die gesamte Gruppe zu retten. Jetzt wie immer deine Meinung gefragt. Was sagst du zu dem Thema? Bist du da eher meiner Meinung, dass du auch sagst, ja, finde ich auch dumm, dass man jetzt wieder für einen Member Barry so eine eigene, selbstständige Szene geopfert hat? Oder sagst du, ey, ich habe das gebraucht, ich brauche diese Verweise auf alte Jurassic Park Filme, die mir zeigen, wie cool doch früher alles war? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Ich bin auf eure Meinung gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.